Mädel, Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was mich einfach nur noch abfuckt. Und zwar, es ist eigentlich wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, traurig. Es ist wirklich traurig. Und zwar, warum sind In-App-Käufe mittlerweile in AAA 60-Euro-Spielen akzeptiert? Ich verstehe, wenn Paladins oder ein Apex Legends mir Scheiße anreden will, so, ne? Verstehe ich. Es ist wenigstens ein verständliches Konzept, weil deren Konzept ist ja, das Spiel ist gratis, aber die wollen sich ja trotzdem irgendwie finanzieren, weil Server kosten Geld. Das ist dann wieder komplett verständlich, wenn die mir irgendwie ein paar Skins oder irgendwie so einen Scheiß anbieten wollen. Finde ich auch gut so, können sie von mir aus gerne machen. Aber was mich dann abfuckt, ist, wenn die ein 60-Euro-Spiel irgendwelche Skins anbieten möchte oder dir anbietet, dass du für Geld Helden freischaltest, was auch der eine Grund ist, warum ich nie in Rainbow Six Siege irgendwie angefangen habe, das zu spielen, einfach weil ich es nicht einsehen werde, dass ich einfach einen Haufen Geld ausgeben soll für fucking das Freischalten von den Helden, die für die ich das Spiel kaufe. So, man kauft sich ein Spiel und dann hat man Zugriff auf eine Klasse und entweder du schaltest dir mühselig mit Ingame-Währung die ganzen fucking Operator oder Helden da frei, die die haben, oder du legst einfach mal ein paar 10 auf den Tisch und dann, ja, Ubisoft gibt dir einfach mal die Helden, ne, für ein bisschen In-App-Währung. Wisst ihr, wie das klingt schon dumm, wenn man es ausspricht. Das ist ein Spiel, was 60 Euro gekostet hat. Das kostet immer noch 20 Euro auf dem PC und irgendwie, wenn ich mich nicht irre, 30, 40 Euro auf der Konsole. So, das ist ein ziemlich teures Spiel. Und dann hast du nicht mal direkt alles, was du fürs Spielen brauchst. Es ist halt auch nicht so ein faires Unlocking-System wie bei Smash Bros. Es ist einfach nur noch so ein Abfuck-System. Das klingt wie ein fucking Mobile-Spiel von 2012 mit dem, ja, du kannst mehr Helden freischalten, indem du, ja, Ingame-Währung freischaltest. Das klingt wie fucking eine Beschreibung von Clash Royale oder so ein Scheiß. Und das ist einfach super seltsam, vor allem, weil das Spiel halt 60 Euro gekostet hat zu Release. Naja, ist auch real. Bevor ich noch irgendwie mein fucking Mikrofonkabel zerreiße, haut rein, deabonniert mich, deaktiviert die Glocke, disliked meine Videos und jetzt, da hören sie von sie nicht.